Leute, seit 24 Stunden gibt es einen neuen Patch. Den haben viele von euch mit Sicherheit schon mitbekommen. Drei wichtige Sachen wurden geändert, gefixt, beziehungsweise eine Änderung, die einfach so passierte, ohne sie anzukündigen, wurde rückgängig gemacht. Es war kein Bug, es war bewusst so von Respawn gewollt. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich habe vor ein paar Tagen darüber berichtet, ich fand es total Dreck, wie die meisten von euch. Mittlerweile habe ich den Sinn hinter dieser Änderung verstanden und erst mit dem Verstehen dieser Änderung, danke an den Abonnenten, der Dude, der mich ein bisschen wachgerüttelt hat, der meinen Kommentar oder mein Video kritisiert hat und das völlig zu Recht, wie ich ihn im Nachhinein finde. Und jetzt, wo das wieder rückgängig gemacht wurde, finde ich es absolut belastend, weil es für mich jetzt noch mehr Chaos verbreitet im Kopf. Ich komme einfach mal zum Punkt. Wir haben nämlich die Tastenbelegung, um zwischen den Visieren oder den Aufsätzen zwischen den Waffen zu wechseln. Das wurde für die PlayStation von Viereck auf X geändert. Viele waren verwirrt, inklusive mir. Alle fanden es Dreck, bis auf wenige. Irgendwann wurde das verstanden, weil es einfach einheitlicher ist. Du droppst etwas mit Viereck und warum sollst du es nicht mit Viereck auch von deiner Waffe runternehmen? Es macht nur Sinn und das habe ich in meinem, ich sag mal, kritisierenden Video einfach nicht ganz verstanden, bis der Dude eben diese Vereinheitlichung mir in den Kopf gesetzt hat und damit habe ich einfach die Änderung besser verstanden und habe mich tatsächlich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verdrückt. Echo funktioniert jetzt wieder bei Vantage. Wer sie gespielt hat, hat es mitbekommen. Du hast die teilweise gerufen. Auf einmal taucht sie 4, 5, 6, 700 Meter hinter dir auf und sie kommt natürlich nicht, weil es zu lange dauert und in hektischen Situationen nützt es dir nichts und du verreckst vielleicht. Und natürlich der Splash Zone Flatline Skin. Einige sind drauf reingefallen, weil viele internationale YouTuber sofort ein Video, das Event war draußen, Pay-to-Win-Skin, müsst zugreifen, bla bla bla, hin und her. Und noch am selben Tag oder spätestens einen Tag später hat sich Respawn schon gemeldet und sagt, Achtung, hier stimmt was nicht, der Flatline-Skin ist nicht richtig angezeigt, beziehungsweise das Visier. Und jetzt wurde der gepatcht und er sieht jetzt eben so aus, wie er aussieht. Jeder, der dachte, es ist ein Pay-to-Win-Skin und hat deswegen ein bisschen Geld in die Hand genommen, ihr braucht euch leider keine Hoffnung machen, dass ihr die Coins zurückbekommt. Das wurde eben gepatcht. Und jetzt nochmal ganz kurz zu eben dieser Problematik mit dem Button-Layout. Wie gesagt, ich betone es nochmal, der Dude hat es kommentiert und damit habe ich es wirklich erst richtig gerafft. Wir transferieren, es war jetzt mit der Änderung, die tatsächlich da war, mit X hast du hin und her gewechselt, weil du droppst mit Viereck dein ganzes Inventar. Warum soll ich nicht also auch mit Viereck die Aufsätze aus meiner Waffe droppen? Und das ist genau der Grund dahinter. Es ist vereinheitlicht. Und mit dem Moment habe ich es gerafft und jetzt wurde das rückgängig gemacht und jetzt verdrücke ich mich erst recht. Jetzt muss ich wieder X drücken, um das ins Inventar zu bekommen. Stelle fest, warte mal, X, Viereck, was drücke ich jetzt? Dann drückst du vielleicht tatsächlich aus Versehen wieder Viereck und schon droppst du es, weil es hier genau buttonverkehrt ist. Und das ist so verwirrend, dass ich mich jetzt in-game noch mehr verdrücke als wo das klammheimlich geändert wurde. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander hier mit meinen Worten. Aber ich denke, ihr versteht, was ich euch damit sagen will. Ich fand im Nachhinein, nach den Kommentaren oder nach dem speziellen Kommentar von der Dude, war es bei mir angekommen und ich habe mich nicht mehr verdrückt. Und es war nur logisch, dass ich auch mit der Drop-Taste die Aufsätze von der Waffe droppe. Warum nicht einheitlich? Macht Sinn. Und deswegen, vielleicht kommt über kurz oder lang eine Option, wo wir genau diese Funktion für uns selber einstellen können, für die Viereck-Taste für die PlayStation, ohne dass wir, wenn wir das nämlich jetzt ändern würden, manuell, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob das geht, wahrscheinlich geht das irgendwie, dann wäre natürlich auch die Loot-Taste nicht mehr die Viereck-Taste, sondern vielleicht die X-Taste, wenn wir es genau umgedreht haben wollen. Aber es geht ja nur um diese eine spezielle Funktion. Und deswegen, vielleicht kommt das im Nachhinein noch rein, weil jetzt viele sagen, zu Respawn. Mensch, eigentlich war die Änderung ganz geil, ich habe mich dran gewöhnt und jetzt bin ich noch verwirrter als vorher. Müssen wir mal abwarten. Also, Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder von mir. Bis zum hoffentlich bald nächsten News-Update. Macht euch noch einen bunten, haut rein, ciao.